wir führen hier unseren ersten expansiven Krieg seit Jahren, seit Jahrzehnten. Wir haben hier eine Schlacht schon mal gewonnen, was ganz gut ist. Und wir ziehen uns jetzt mal hier nach Köln zurück und werden dort dann Köln mal besetzen. Wir haben irgendein Geheimnis. Nee, wir haben nichts. Aber er glaubt trotzdem, dass er was findet. Dann wird er mal da weitersuchen. Okay, das wird 6 Monate dauern. Das ist eine gewisse Zeit. Aber das wird schon funktionieren. Und die sind auch hier dabei, schon etwas anderes zu belagern. Okay, die versuchen, den jetzt hinterher zu jagen. Okay, können die gerne machen. Wir werden aber erstmal hier weiter belagern. In 3 Monaten haben wir das Ding. Haben wir hier nochmal irgendwas? Wir könnten hier noch Verbündete reinrufen. Brauchen wir aber nicht. Wir könnten auch die Herzogin Margarete reinrufen. Und wir könnten Graf Wolfhard vasalisieren. Das ist der Graf von Breisgau. Ja, klar. Machen wir natürlich gerne. Sehr schön. Wunderbar. Das heißt auch, der Breisgau ist dann wieder Teil unseres Herrschaftsgebiets. Ja, wir machen das wieder gut, was so unser Vater und unsere Ur-Ur-Großmutter falsch gemacht haben. Wir haben zusätzliche Steuern eingenommen. Sehr schön. Wir sind wieder das Oberhaupt der Schwaben. Das heißt, wir könnten hier etwas ändern, was die Forschung angeht. Aktuell ist das Interesse Chronikführung. Wir sind aktuell auch nicht sehr gut, was die Bildung angeht. Gibt uns die Möglichkeit, Kriegsgründe zu nutzen, de jure Herzogtum individuell. Ja, ich denke, das lassen wir da so ganz. Das ist, denke ich, in Ordnung. Ja. Da werden wir uns jetzt nicht so groß irgendwie was anderes raussuchen. Das dürfen wir jetzt gleich haben. Ja, das haben wir. Okay. Das heißt, wir ziehen mal darüber. Vielleicht locken wir die raus, dass die uns da angreifen. Na, da verlieren wir 100 Truppen. Spionage, Kannibalismus. Okay, wir haben also herausgefunden, dass Margarete, unsere Tante, eine Kannibalin ist. Oh. Das ist natürlich auch etwas schwierig. Können wir da hingehen? Nee, da müssen wir da durch. Ich will keine 100 Truppen verlieren. Genau, die hätten da ruhig weiter belagern können, aber die wollen wahrscheinlich jetzt auch hier die Schlacht schlagen. Gut, dann werden wir versuchen, hier die Schlacht zu schlagen. Gehen wir da mit. Da können wir ruhig 100 verlieren, weil die gehen ja mit. Kommen aber nicht rechtzeitig hinterher. Das heißt, sie werden jetzt hier rüberlaufen. Dann werden wir versuchen, das hier zu belagern. Vielleicht werden wir dann gleich hier... Das können wir gar nicht belagern. Dann müssen wir das hier belagern, kann es sein. Naja, dann werden wir doch hier die Schlacht erstmal schlagen. Wollten wir hier eh machen. Von daher ist das jetzt nicht so das große Problem. Okay. Sehr schön. Auch die Schlacht haben wir dann gewonnen. Und wir haben auch den Herzog festgenommen. Wunderbar, damit ist der Krieg beendet. Wir werden hier Frieden schließen, Forderungen erzwingen. Das heißt, wir bekommen erstmal das Herzogtum, wir bekommen Ruhm. Und auch unsere Verbündeten bekommen 100 Prestige, also aufgeteilt, also auf den einen. Was ganz gut ist. Forderungen erzwingen, damit ist er nur noch Graf von Koblenz und unser Vasall. Wir werden trotzdem versuchen, uns mit ihm gut zu heißen. Mit ihm haben wir uns schon ein bisschen gut gestellt, aber da müssen wir natürlich ein bisschen drauf achten. Aber er hier, den wollen wir natürlich jetzt auch nicht so vor den Kopf stoßen. Wir sind ja ein geselliger Charakter. Das heißt, das Ding haben wir gewonnen. Wunderbar. Wir werden also jetzt erstmal unsere Truppen komplett auflösen. Sollen sich erstmal erholen. Sehr schön. Dann werden wir zur Feier des Tages hier mal ein Festmahl veranstalten. Wir laden alle Vasallen ein, auch die neuen, und versuchen die so ein bisschen in unsere Pläne mit einzubeziehen, damit die verstehen, was wir da vorhaben und dass jetzt hier das alles ein bisschen anders läuft als unter unserem Vater. Deswegen machen wir hier ein Festmahl. Genau, kostet 70, also genau das, was wir haben. Vielleicht warten wir noch ein bisschen, dass wir da ein paar Münzen haben, bis sich hier so die Staatsfinanzen ein bisschen verbessert haben. Wir lassen mal weiterlaufen. So, haben ein bisschen weiterlaufen lassen. Wir haben jetzt wieder ein bisschen Geld eingenommen. Wir haben hier die Beziehung mit Ludolf ein bisschen verbessert schon und deswegen werden wir jetzt mal hier mit unserem neuen Vasall, der ein bisschen unfreiwillig unser Vasall geworden ist, die Beziehungen verbessern, damit er versteht, dass es eigentlich auch für ihn zum Besten ist. Er ist ja auch ein treuherziger und geselliger Charakter. Also von daher dürfte das ja nicht so problematisch sein. Er hat hier so eine Fraktion gegründet. Wir versuchen das jetzt mal ein bisschen runterzuspielen und werden jetzt hier mal ein Festmahl veranstalten, alle Leute einladen und schauen, wie sich die Leute so auf den Festmahl verhalten. Ein geselliges Beisammensein. Die Gäste sind in der großen Halle versammelt. Edelleute von nah und fern. Die Stimmung ist prächtig und alle sind guter Laune, als das Festmahl beginnt. Willkommen, meine Freunde. Aufgedeckte Affäre. Vasallgraf Hunfried und meine Schwester Ute vor allen Leuten zu Boden. Okay, der Satz ist irgendwie
Komisch, aber okay, wir wissen also, dass hier Graf Hunfried von Graubünden, das ist der Sohn von dem anderen Hunfried von Graubünden, okay, mit unserer Schwester eine Affäre hat. Interessant. Geschmackvoll beleidigend. Während Gericht um Gericht in die große Halle gebracht wird, erreicht mich ein unverkennbarer Geruch und ich lächle. Dass mein Vasall Graf Hunfried Koriander nicht verträgt, habe ich dem Kochner gegenüber leider nicht erwähnt. Ich heiße euch alle herzlich willkommen und ich hoffe, dass euch das Essen schmecken wird. Okay, wir haben zwei Möglichkeiten, besonders euch, Hunfried, guten Appetit. Oder das Gesicht, das er zieht, als ich ihn vor dem Essen rette, ist unbezahlbar. Wir sind nett, also wir sind ein treuherziger Charakter, wir sind gesellig. Warum sollten wir ihn jetzt da, wenn er Koriander doch nicht mag, warum sollten wir ihn da jetzt irgendwie da ja, verarschen? Deswegen, dann kriegen wir auch noch ein schwaches Druckmittel, werden wir ihn vor dem Essen retten. Als meine Gäste gehen... Als alle nach Hause gehen, kann ich mit Stolz sagen, dass das Fest mal ein Erfolg war. Dennoch bin ich dankbar, dass das alles erst einmal vorbei ist. Bis zum nächsten Mal. Sehr schön. Wir hatten auf jeden Fall Spaß daran. Und wir haben gesehen, dass unser König einen Krieg hat. Burgundischer de jure Krieg um Häuptlingstum von Provence. Ah, okay. Er möchte jetzt also die Provence quasi hier erobern. Ja, soll er mal tun. Wir könnten uns theoretisch daran beteiligen. Eventuell werden wir dafür belohnt. Ist die Frage, ob wir das tun oder ob wir das nicht machen und dann ein bisschen Geld sparen, weil das kostet natürlich alles Geld. Wir werden das auf jeden Fall machen. Wir sind ein freundlicher Charakter und unterstützen dann natürlich unseren Lehnsherrn. Wir könnten hier unsere Truppen ausheben. Das könnte problematisch werden, aber ja, die heben sich jetzt auch da aus. Sind unnachgiebige Verteidiger und flexible Anführer. Das heißt, wir sollten schauen, dass wir uns auf jeden Fall in die Berge oder Ähnliches zurückziehen. Okay, das wird problematisch. Wir werden hier nicht rechtzeitig wegkommen. Oder vielleicht doch. Ja. Jetzt ist die Frage, kommen wir dahin? Ja. Ich würde gerne versuchen, hier hochzulaufen, also nach Norden. Ein heranwachsender Herrscher. Es ist unglaublich, wie viele Meinungen und Bedürfnisse mein Sohn und Erbe Liutprand hat. Meistens will er mir sogar sagen, was ich zu tun habe, anstatt andersherum. Okay, er wird also herrig. Kümmern wir uns eigentlich um ihn? Nee, Eustach. Warum eigentlich er? Ich glaube, wir werden uns selbst um unseren Sohn kümmern. Ich denke, das ist in Ordnung. Um und entfernen, ja. Und wir werden Kind unterrichten, das werden wir selbst tun. Okay, jetzt müssen wir schauen, dass wir das jetzt auf jeden Fall irgendwie... Dann bewegen wir uns dahin. Das sind nämlich Hügel. Ist das hier auch Hügel? Ja. Byzanz jetzt dazu. Hier haben wir Bündnistruppen. Das heißt, wir sollten schauen, dass er wirklich nach Norden kommt. Okay, jetzt müssen wir schauen. Der braucht 8 Tage, wir brauchen 13 Tage. 8 Tage... 10 Tage. Wenn wir uns wieder umdrehen, 8 Tage... Wenn wir dahin gehen, 8 Tage, 8 Tage. Okay, das ist doof, weil vielleicht hätten wir das hier ausnutzen können, aber nee. 8 Tage, 15 Tage, das ist zu lang. Hier verlieren wir Truppen. Notfalls müssen wir hier uns einschiffen. Wir müssen auf jeden Fall Zeit rausholen. Da bleibt das gleiche Problem, da ebenfalls. Da auch 13 Tage, 8 Tage. Okay, er zieht jetzt da 18 Tage, okay. Das heißt, theoretisch könnten wir jetzt hier wieder... Nee, das könnte eine Falle sein. Da kommen wir immer noch nicht hin. Das heißt, wir ziehen mal hier weiter gen Süden Richtung Mittelmeer. Wir haben Schulden leider. Das ist natürlich ein bisschen ungünstig. Aber wir hoffen einfach mal, dass sich das auszahlt. Die kommen jetzt hier rüber. Die brauchen... Wir haben jetzt hier eine Entdeckung gemacht. Königliches Vorrecht. Was bedeutet das denn? Sehen wir das. Königliches Vorrecht kann folgendes Gesetz erlassen. Hohe Lehnsautorität und absolute Lehnsautorität. Ja, genau. Da könnten wir auch mal schauen, was die Gesetze angeht. Da haben wir auch lange nichts mehr gemacht. Wie lange dauert es, um hier einzuschauen? Okay, das kostet viel. 30 Tage. Nee, der wird vorher da sein. Da können wir nicht abhauen, weil dann können die direkt uns da abschneiden. Das hier würde 7 Tage dauern. Das heißt, sobald die da sind, müssen wir... Ja, das hier ist alles ein bisschen problematisch. Alles ein bisschen problematisch. Der Anführer ist ganz gut, aber trotzdem sind wir halt in der Unterzahl. Das hier waren 7 Tage, das hier waren 7... Ne, das sind 10 Tage. Müssen so ein bisschen drauf... So, der ist jetzt eingeloggt und wenn er jetzt hier eingeloggt ist, 15 Tage dauert das. Nö, dauert es nicht. Achso, insgesamt dauert es 15 Tage. Das ist natürlich doof. Das heißt, wir müssen jetzt hier rüber. Ja, Katz und Maus spielen ein bisschen. Er ist jetzt hier eingeloggt, genau. Das wäre ein Problem. Er ist in 7 Tagen da. 12, aber 7 Tage hier, genau.
Und wir sind in 8 Tagen. Okay, das heißt, wir kommen hier auf jeden Fall wieder weg. Ich weiß, es ist vielleicht jetzt nicht so super spannend, aber müssen wir jetzt gerade so machen. Hier ist nämlich beispielsweise eine Schlacht, also besser als jetzt da unten. Das sind 10 Tage. Wir könnten nochmal hier rüberlaufen, aber wir werden mal hier. Okay, er zieht darüber. Ich wollte keine Schlacht auf Ebenen führen. Auch wenn wir Verteidiger gewesen wären, das sind mir dann noch zu wenig Truppen. Okay, wir kommen da weg. Die wollen jetzt zu uns kommen. Wir gehen mal dahin. Wir wollen nur zeigen, unserem Lehnsherrn zeigen, dass er sich auf uns verlassen kann. Und vielleicht kriegen wir ja dafür etwas zurück. Wir haben aber erstmal hier neuen Diplomatie-Lebenswandel. Und das werden wir machen, nämlich befreunden. Damit können wir endlich uns mit anderen Personen befreunden, was sehr schön ist. Wir haben 33 Diplomatie. Das ist schon sehr, sehr krass. Alles sehr, sehr taktierend. Wir kriegen da nicht wirklich viel. Also wir machen relativ viel Minus, meine ich. Das heißt, wir sollten gucken, dass wir irgendwie eine Schlacht schlagen. Aber ohne die kriegen wir das nicht hin. Und Bündnispartner können wir keine mit reinrufen. Ist denn Byzanz unterwegs? Die sind hier. Die dabei? Nee, die dürften nicht dabei sein. Nee, das ist nochmal ein separater Krieg. Ja, schön. Also Byzanz macht sein eigenes Ding. Ich würde eine Schlacht schlagen und dann unsere Truppen zurückziehen oder sowas. Wie sieht es denn kräftemäßig aus? Wie viel haben sie? Das sind die einzigen Truppen. Hier unten sind die einzigen Truppen. Ja, 25.000 Truppen haben wir angeblich, aber das sind alles hier byzantinische Truppen. Brauche mich nicht da alleine anzugreifen. Das ist mir zu heikel. Und der läuft jetzt dahin. Dann gehen wir mal dahinterher. Auch wenn ich das ein bisschen doof finde, dass er dahin läuft. Warum auch immer. Was ist das Kriegsziel genau? Häuptlingstum von Provence. Warten wir kurz. Zack. Das ist das hier. Das heißt, wir gehen Sachen besetzen, die sowieso eigentlich kaum Wert haben. Da oben kommen nochmal 800 Truppen. Okay. Spannend, spannend, spannend. Ich hoffe, das holt sie, dass der Krieg das wieder rausholt. Also das, was wir davon bekommen. Ich bezweifle es aber tatsächlich. Okay, er glaubt nicht mehr, dass er da irgendwas findet. Dann soll er bitte komplett stören und da erstmal weitermachen. Genau, da gibt es nämlich noch eine Sache. Unser Ratsmarschall war fertig. Das heißt, wir müssen hier erstmal ein bisschen Kontrolle reinbringen, gerade die neuen Gebiete. Machen wir das mal. Genau, wir belagern jetzt hier. Frage, ob das Sinn macht, wenn wir hier draufstehen. Ja, 11 Monate dauert das. Das hier dürfte wesentlich schneller vorbei sein. Ja, 6 Monate. Aber ich habe die Sorge, wenn ich jetzt hier nach Süden oder nach Norden ziehe, um da irgendwas zu besetzen, dann laufen die in uns rein. Dann überstehen wir das nicht. Wir haben hier die Beziehung mit unserem Grafen von Koblenz verbessert. Ich bitte eurem Ratskanzler Graf Baldomar bereits einige Wochen Obdach. Und er hat wirklich sehr dabei geholfen, mir die Pracht des Reichs aufzuzeigen, über das ihr regiert. Es ist mir schlichtweg eine Ehre, euer Vasall zu sein. Ah, sehr schön. Ja, wir machen das ein bisschen besser als hier unser Vorgänger, was jetzt nicht wirklich schwer ist, aber naja. Ah, okay, also er hat jetzt hier einen Kriegerorden reingerufen, aber das sind nicht so viele Truppen. Aber immerhin 1000. Nee, nicht 1000, also doch schon 1000. Weil hier ist weniger geworden. Okay, das heißt, wir müssen da aufpassen. Hier haben wir noch andere Truppen. Wenn die jetzt erstmal sich da so ein bisschen klein hauen, wäre das gar nicht mal so schlecht. Wir gehen einfach mal davon aus, das, was wir bekommen, wird das alles wieder ein bisschen rausholen. Wir haben eine neue Prachtstufe, also unsere Dynastie. Und das sehen wir hier dran an diesem Logo. Jetzt haben wir hier so einen bronzenfarbenen Rahmen. Der war vorher nicht so. Wir sehen hier beispielsweise hier die Karling haben hier so einen silbernen. Ja, Leute, wir müssen eigentlich hier rüber. Wir müssen leider da mitziehen, weil gegen 3900 haben wir keine Chance. Das sind 1600 Truppen mehr, als wir haben. 500, okay, eventuell kriegt man das hin, wenn man das ganz gut plant. Guter Befehlshaber und sonst was, aber das ist zu viel. Wie lange wird das dauern? 4 Monate? 7 Monate. Also das, was halt doof war von der Strategie der KI oder von unserem König, ist, dass er hier etwas besetzt hat, was 10 Monate gedauert hat. Und kaum Kriegsstand bringt. Und die haben etwas besetzt, was Kriegsstand bringt. Und das hier wird ebenfalls höchstwahrscheinlich keinen Kriegsstand bringen. Sondern wir müssten zum einen die Hauptstadt und Provinz oder das Gebiet, welches beansprucht wird, besetzen. Boah, 122 ist halt schon. Das ist halt krass. Ja, dieses Minusgeschäft. Da müssen wir gucken, wie wir da nochmal auf den. Ja, das kann man natürlich jetzt wieder ankreiden, dass. Ja, okay, wir hätten hier wieder die Möglichkeit gehabt, irgendwas Cooles zu machen. Also, das kriegen wir trotzdem hin. Die Freundschaft von Graf Diethold. Obgleich mir seine zahlreichen Versuche, meine Gunst zu erschleichen, nicht entgangen sind, bin ich nicht sonderlich erbaut von seinem plötzlichen Interesse an mir. Und ich werde das Gefühl nicht los, dass die Absichten von Graf Diethold nicht lauter sind. Okay, Diethold von Kleve. Ich glaube, den haben wir auch zum Vasallen gemacht. Also, angeboten hat angenommen. Kriegen Anspruch. Also Problem wegen der Anspannung. Aber eigentlich sind wir ja treuherzig und gesellig. Also warum haben wir da Misstrauen? Aber also wir könnten sagen, aber er hat doch dennoch ein gewisses Etwas. Dann kommen wir einer Freundschaft näher.
Warum kann er mich nicht in Ruhe lassen? Das passt gar nicht. Ich möchte sein Gesicht nie wieder sehen. Passt auch nicht. Wir nehmen das. Aber er hat doch ein gewisses Etwas. Wir kommen ein bisschen Anspannung. Das ist aber jetzt nicht so problematisch. Okay, wir haben das. Wo will er jetzt? Jetzt will er zur Provence rüberlaufen. Wir müssen eigentlich die Schlacht hier führen. Die KI macht halt nicht das, was wir gerne wollen. Wenn wir jetzt sagen würden, okay, wir wollen jetzt da angreifen, laufen die dann mit? Wir müssen die Schlacht führen, dann besetzen und hoffen, dass es reicht. Ich kann jetzt nicht zuordnen. Nee, die wollen, die gehen immer noch nicht mit, oder? Ja, das ist natürlich eine Niederlage, wenn wir dahin. Nee, die gehen dahin. Das ist doof. Jetzt kommen sie. Wo laufen die jetzt hin? Warum laufen die dahin? Kommt hier rüber zu uns. Okay, unser König ist komplett inkompetent. Ah, jetzt kommt. Nee, der kommt doch nicht rüber, oder? Doch, der läuft jetzt einmal hier zu uns und dann wieder da hoch. Wenn er das macht, ist der ja, inkompetent. Ja, ja, ja. Wieso willst du jetzt da hinlaufen? Da ist ja nicht mal was. Ja, also, und der läuft noch weiter hier hoch. Also der will seine Leute wegzermürben. Okay, wir werden das hier wieder befreien und dann werden wir wahrscheinlich unsere Truppen zurückziehen. Und dann ist das ein kompletter Reinfall gewesen. Dann gucken wir mal, wie wir den König ersetzen können. Also der ist ja komplett inkompetent, was die Führung von Krieg angeht. Wir haben das befreit. Wir gehen jetzt da hin und werden gucken, wie lange das dauert zu besetzen. Wo willst du jetzt hinlaufen? Was machst du jetzt genau? Wenn du jetzt wieder nach Süden laufst, wir sehen es leider nicht. So, das dauert 6 Monate. Das können wir noch versuchen durchzuziehen. Wir versuchen es wenigstens. Er bleibt da stehen. Joa, war ja schön. Er bleibt einfach stehen. Aber unsere Tochter ist erwachsen geworden. Lange Zeit hatte ich gehofft, dass es nur einen guten Mentor braucht, um Katharina die Feinheiten der Verwaltung näher zu bringen. Doch all unsere Bemühungen sind im Sande verlaufen. Nur wenige dürften von ihrem Verständnis des Lehrstoffs beeindruckt sein. Doch wenigstens hat sie ein Grundverständnis für die Verwaltung und eine sinnvolle Sparsamkeit entwickelt. Okay, wir gucken, ob wir das 5 Monate jetzt noch durchziehen. Wartet der auf Byzanz oder? Ja, da kann er lang warten. Er will auch nicht hier angreifen, ansonsten hätte er hier rüberkommen können. Dann hätten wir uns da... Wo? Wo fährst du hin? Mein Freund, wofür? Warte. Will der jetzt? Jetzt kommt er zu uns nach zur Provence? Okay, ein Ratsmitglied ist gestorben. Ich habe keine Ahnung, wo der hin will. Der will Byzanz helfen gehen oder was? Will wahrscheinlich die Truppen verbünden und dann versuchen, hier rüber zu kommen oder was? Komplette Verzweiflung. Wir brauchen erstmal einen neuen Ratsverwalter. Wir haben 3 Kandidaten. Er ist tatsächlich hier der Beste, der Graf Baldewin. Dann nehmen wir ihn. Er ist jetzt auch zufrieden. Das heißt, mit ihm brauchen wir uns da nicht mehr gut zu stellen. Der haut wirklich da... Hä? Okay, der macht jetzt hier eine Anlandung. Okay. So, jetzt schaut mal an. Allein diese Belagerung hat uns jetzt hier einiges an Krieg... Wir haben 100% Kriegsbeteiligung. Ah, ja. Okay. Wir haben Personen gefangen genommen. Wie lange brauchen die dafür? 8 Monate. Wir müssten eigentlich jetzt hingehen und das hier belagern, aber der zieht jetzt irgendwo nach Norden rüber. Gehen erstmal darüber. Wir werden das jetzt hier so durchziehen, auch wenn es komplett dämlich ist in gewissermaßen, weil die sich hier tatsächlich wirklich doof anstellen. Wir haben hier wieder einen neuen Lebenswandel. Die können wir nutzen. Ja, wir nehmen mal hier inspirierende Herrschaft. Da kriegen wir ein bisschen Prestige für jeden mächtigen Vasall im Rat. Da haben wir ja einige drin. Wir achten ja ein bisschen so drauf, dass wir ja quasi so dieses Gleichgewicht behalten. So, wir gehen jetzt mal dahin. So, wo laufen die jetzt rüber? Die kommen jetzt wahrscheinlich hier runter. Das heißt, da müssen wir so ein bisschen drauf achten. Das würde 8 Monate dauern. Der Krieg ist nicht komplett, also der ist noch nicht komplett verloren, aber es ist, da kommen noch mehr Truppen. Ja, da ist einer beigetreten. Aktuell sind wir trotzdem noch mehr, aber auch nur knapp. Also die Frage ist halt, wie gesagt, ich könnte jetzt die Truppen komplett zurückziehen, nichts mehr machen. Aber dann haben wir quasi Geld ausgegeben, ohne irgendwas zu bekommen. Und hier haben wir wenigstens noch die Möglichkeit, dass wir was bekommen. Aber unabhängig davon müssen wir gucken, dass wir einen vernünftigeren König oder Königin bekommen. Ah ja, wunderbar. Wir könnten Lösegeld bekommen. Das könnten wir tatsächlich gucken. Oh, die ist 25 Jahre schon im Gefängnis wegen unserem Vater. Mal gucken wir mal. Kriegen wir Lösegeld? Nee, die lassen wir einfach so frei. Also die ist ja noch wegen unserem Vater da irgendwo im Gefängnis. 25 Jahre. Von dem bekommen wir nichts, aber hier 10. 10 Dukaten haben und nicht haben, macht schon einen Riesenunterschied. Lassen wir mal weiterlaufen. Es rächt sich, dass wir nicht versucht haben, eine Schlacht zu schlagen. Also weil er ja da irgendwo hingelaufen ist. Wären wir von Anfang an beispielsweise, selbst wenn wir keine Schlacht schlagen, also von Anfang an hier auf die Hauptstadt gegangen und hätten versucht, das Ding zu belagern, hätten wir direkt schon Kriegsstand bekommen. Okay, da kommen Truppen. Ah, jetzt kommt Byzanz rüber. Ja, okay, dann wendet sich ja doch nochmal alles zum Guten, aber da muss man echt geduldig sein. Okay, dann ziehen wir jetzt hier zur Hauptstadt. Und die werden jetzt hier die Schlacht schlagen. Vielleicht nehmen sie den sofort fest. Katastrophaler Krieg. Wir kriegen einen geistigen Zusammenbruch, weil unsere
Schwester unter mysteriösen Umständen verstorben ist. Oh mein Gott. Neuerdings erscheint mir das Herrschen so erschöpfend. Offenbar kann sich kein Untertan in Elsass den Hintern abwischen, ohne dass ich ihm dabei zur Hand gehe. Ich war gerade dabei, einen kleinen Ausflug zu planen mit ein paar liebenswerten Freunden, als ein Diener hereingelaufen kommt und etwas von der nächsten unbedeutenden Katastrophe faselt. Wir werden uns betrinken, haben wir ja schon mal gesagt. Und schon ist wieder die Welt ein bisschen besser. Auch wenn wir jetzt hier unsere Schwester verloren haben, was natürlich dramatisch ist. Vor allem hier unter mysteriösen Umständen. Ich hoffe einfach, dass sich dieser Krieg lohnt, dass wir da irgendwie belohnt werden. Und selbst wenn nicht, wissen wir zumindest jetzt, dass unser Herrscher komplett inkompetent ist. Und das können wir dann bestimmt auch nutzen für unsere Vorteile. Und dass die Byzantiner etwas brauchen, um hier herüberzukommen. Aber wenn sie rüberkommen, dann walzen sie über alles drüber. So, Belagerung gewonnen, endlich ist das Ding vorbei. Okay, und wir haben quasi nichts bekommen jetzt erstmal dadurch. Außer Ruhm und Prestige. Hat sich ja gelohnt, aber eventuell gibt er uns ja was. Okay, das ist aber eine komplette Vollkatastrophe. Ich hoffe, dass es uns da irgendwie entlohnen wird. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Das war's von eurem Grumpas, der Kartoffelritter.